Zum Seelenreiten Tag Nummer 66. Ja. Ach, heute haben wir wieder diesen Anzeigebug bei den Punkten. Ich hoffe, der regeneriert sich wieder. Das ist dann nachher was Aktuelleres, da steht als 1664, denn wir haben deutlich mehr, wie wir wissen. Und ja, dann wollen wir mal die Sarah begrüßen. Moin. So, dann machen wir heute wieder mit den Fragen, weil heute habe ich jetzt, wie ihr momentan merkt, noch Ruhe. Und ja, hoffen wir, dass das dann auch so bleibt. So, meint ihr die Schatten hinter das Karussell? Oh nein, und Spurwechsel. Gut. Bin doof. Ja, Fragen. Leute, ich bin doof. Hier, schon mal Death Note gesehen? Wie findest du das? Death Note habe ich schon gesehen, den Anime. Ich finde den an sich gar nicht schlecht. Das Einzige, was halt doof ist, ist die Staffel 2, da halt mein Lieblingsgegner halt, oder mein Lieblingscharakter halt, nach dem Hauptcharakter halt dann, ja, sorry für den Spoiler, dann stirbt und so, und dann macht halt ein anderer dann halt diese Aufklärung und diese Suche und so weiter, und das ist halt so nervig. Leute, die Death Note kennen, die wissen, was ich meine. Also, ich finde ihn gut gemacht. Manchmal würde man sich so ein Death Note echt auch mal zu Hause wünschen, aber ja, ich wäre halt so ein Typ, ich würde es glaube ich gar nicht nutzen. Zumindest nicht so ausnutzen wie halt der Hauptcharakter im Game, in dem Anime, sondern halt wirklich nur bestimmte Leute und so. Ja. Würde halt wirklich auch so Gerechtigkeits machen und so weiter, aber jetzt glaube ich nicht so krass wie er. Und sorry, dass ich gar nicht richtig angefangen habe zu labern die erste Zeit. Ich war ein bisschen doof. So, es hat sich bei mir aktualisiert, Gott sei Dank. Old Magic ist auf 8, ja. So. Jetzt habe ich allerdings, wie ich gerade schon gesagt habe, ein kleines Problem. Und zwar, Hinderniskarussell wurde mir jetzt gegeben. Ich soll das in Trappsprung machen. Also praktisch gesehen soll ich das in Trapp machen und dann aus dem Trapp im Sprung. Das heißt, Leute, ich weiß nicht, ob ich dabei reden kann. Ich versuch's einfach mal und ja, ich guck einfach mal, was passiert. Weil ich bin noch nicht so geübt da drin. Und danke, Sarah, für diese Challenge. Mal gucken, ob ich sie erfolgreich machen kann. So, also Trappsprung soll ich jetzt halt machen. Und ich soll halt jedes Mal in den Trapp zurück und dann halt wieder springen. Ist ein bisschen schwierig. Ihr hört es an meiner Tastatur. Scheiße. Ihr hört es an meiner Tastatur. Ja. Also, es ist nicht zu machen, Sarah. Du hast es gesehen. Der Balken kam zu schnell. Ja, gut. Dann mache ich es jetzt nochmal richtig und dann mit Fragen. So, ich habe es versucht, es ging nicht. Also, Fragen. Lieblingsserie und wieso? Also, ich habe an sich eigentlich gar keine Lieblingsserie, weil ich gucke halt vieles. Ja, ich bin halt ein langweiliger Mensch. Ich habe keine wirkliche Lieblingsserie, ich habe kein wirkliches Lieblingslied, ich habe kein wirkliches Lieblingspferd, keine Lieblingsrasse. Ja, weil ich halt mich nicht auf eine Sache beschränken will. So, Lieblingsserie habe ich, wie gesagt, nicht so gerne, nicht so genau, aber ich gucke halt vieles. Ich gucke Serien auf Netflix, versuche ich mich ein bisschen von Serien zu finden. Man kann mir übrigens Serien empfehlen auf Netflix, für diejenigen, die Netflix gucken. Ich gucke halt Dokumentationen halt ganz gerne vor allem so mit alten Zeiten, also hier Geschichte und hier Dokumentationen halt auch über Dinosaurier und so weiter, die ganzen Erdzeitalter, auch Katastrophenfilme gucke ich halt gerne. Also ich habe Lieblingsfilme, Genres habe ich. Einmal Katastrophenfilme und Horrorfilme und Fantasy. Das sind so meine Lieblingsfilmgenres, also Filmarten. Aber Lieblingsserien, wie gesagt, ich habe früher Animes geguckt, also alle Animes, die damals auf RTL 2 gelaufen sind, die kenne ich alle. Also die habe ich damals alle durchgesuchtet, also Pokémon, One Piece, Detective Conan und wie sie alle nochmal hießen.
Die habe ich damals alle so durchgesuchtet und joa. So, Spurwechsel. Okay, die Frage ist lustig. Wie viele Glühbirnen sollte eine Lampe meiner Meinung nach haben? Also, die Frage ist jetzt lustig. Also, ich sage es einfach mal so. Wenn die Lampe es schafft, den ganzen Raum zu erhellen, dann kann es auch mit einer, aber auch mit zwei Glühbirnen reichen. Also, erstens, es kommt halt darauf an, wie viele Lampen braucht man, oder wie viele Glühbirnen braucht man halt, um das den ganzen Raum zu erhellen. Das heißt, man müsste man testen, je nachdem, wie groß der Raum ist, je nachdem, wie dunkel der Raum ist. Aber wenn der Raum jetzt weiße Wände hat, dann braucht man weniger Glühbirnen, weil dann halt, ja, das Weiße halt so gesehen, das Licht ja auch dann durch die Gegend schleudert, aber so gesehen wird der Raum automatisch heller, wenn man weiße Wände hat. Wenn man dunkle Wände hat, braucht man natürlich umso mehr Glühbirnen, um den Raum zu erhellen. Also so sehe ich das, ja. Und es kommt halt auch darauf an, was die Person selbst ab kann. Kann die helles Licht ab, kann die grelles Licht ab, mag die eher so weiches Licht, also eher dunkles Licht? Sind die Augen lichtempfindlich, sind die Augen nicht lichtempfindlich? Kann die Person gut sehen, kann die Person nicht gut sehen? Also es spielen verschiedene Faktoren dazu und halt, ja, und halt das Wohlbefinden der Person. Also ich kann jetzt nicht eine Person, die jetzt nicht sehen kann, in einen dunklen Raum stecken, weil, oh, für die dunklen Raum, für mich aber normalen Raum, denn die sieht ja nichts. So. Ja, ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Ja. Welche Dachfarbe ist am schönsten? Die beantworte ich gleich. Ich gucke jetzt erstmal, was für Missionen ich jetzt erstmal habe. Danach gucke ich mir diese Frage nochmal an. So, erstmal gucken wir, das Training haben wir durch. So, Mission, Luftzapfen und Darkon-Maschine. Gut, wo müssen wir hin? Silverdale-Felder, gut. Ich beantworte dann das mit dem Dach gleich bei der Mission. Bis gleich, Leute. So, da bin ich schon wieder. Da fliegen sie auch schon rum. Gucken wir mal, ob ich wieder ein gutes Bild bekomme. Ja, komm her. Sehr schön. Ich liebe das, wenn ich ein gutes Bild von diesen Dingern bekomme. Solltet ihr irgendwelche Counter über mich erstellen wollen, weil ich sage ja auch sehr oft so und sehr oft ja und keine Ahnung was, ne? Also ich sehe gerne sehr oft Sachen gleich. Dann könnt ihr gerne welche erstellen. Ich wäre sogar neugierig. So, ist aber die Frage zu dem Dach. Also welche Dachfarbe finde ich am schönsten? Also ich mag gerne naturfarbene Dächer, das heißt schwarz, braun, grün und pink zum Beispiel wäre jetzt schon wieder übertrieben, weil grün ist zwar auch eine Naturfarbe, aber für ein Dach ziemlich ungeeignet. Außer halt, das Grüne besteht aus Pflanzen, dann ist es wieder okay. Ja. Aber ansonsten Dachfarben, wie gesagt, also ich würde jetzt mich unwohl fühlen, wenn mein Haus jetzt ein pinkes Dach hätte oder ein gelbes Dach hätte oder so. Also schon so unauffällige, schon ein bisschen unauffällige Dingsfarben, also Naturfarben. Das ist halt das, was ich jetzt als Dachfarbe haben wollen würde, weil mein Dach zum Beispiel ist auch dunkel. Und ja. Diese blöden Dinger, wo sind sie? Da. Sehe sie so schlecht. Welches Pferd würde ich mir zweimal kaufen? In SSO? Also in SSO würde ich mir derzeit eigentlich kein Pferd zweimal kaufen. Also ich hatte mal das. Ich hatte mal diesen Denkfehler mit dem Uri-Bug beim Zirkus. Also wenn man ja mit dem Uri durch das große Zirkusrennen macht, dann hat man ja das Problem, dass das Uri ja dauernd leuchtet. Und ich hatte das Problem, dass ich halt dachte bei meinem Halloween-Uri, bei Phantom Fire, dass der kaputt wäre. Durch diesen Bug. Weil er sich halt dann irgendwann gar nicht mehr verwandelt hat, weil ich einfach zu doof war. Und ja, da habe ich dann halt zu Julie gesagt, dass ich. Ja, ich immer überlegen, weil letztes Jahr Halloween, ob ich mir den nochmal hole und diesen zweiten Phantom Fire, den ich dann gehabt hätte, dann aber nicht zu leveln mit dem Zirkusrennen. Also, ihr merkt, ich war letztes Jahr so dermaßen doof, dass ich aufgrund dessen fast zwei Pferde oder zweimal das gleiche Pferd gehabt hätte. Aber an sich würde ich mir jetzt kein Pferd zweimal kaufen, weil ich es einfach. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, also ich sehe da aktuell keinen Sinn drin, zwei Pferde gleichzeitig zu haben. Aber zwei Pferde mit dem gleichen Namen, mit gleichen Fellfarbe und sowas zu haben. Ich war mir damals ja schon bei den Open House
Open-House-Event Pferden bei den Lucys schon so unsicher, ob ich mir halt diesen anderen Fuchs holen sollte, weil der halt für mich auf den ersten Blick wie der Fuchs, auch wie der Rotfuchs Lucy vom Weingut ausgesehen hat. Also dieser eine, der da halt da steht. Und der andere vom Open House, der hatte einfach nur angepasste Mähnen und Schweiffarbe, war nämlich komplett rot, komplett fuchsfarben. Und das andere war halt mit schwarzer Mähne und schwarzen Schweifen. Das habe ich erst hinterher gesehen. Und dann dachte ich, okay, gut, dann kann ich mir es doch holen. Weil wäre es dasselbe Pferd gewesen, hätte ich darauf verzichtet. So. Das so als Vergleich, warum ich halt, mir auch keine Lipizzaner gekauft habe, weil ich halt fand, dass die Lipizzaner von dem Open House Event in Jorvik-Stall genauso aussahen wie die kaufbar waren. So, aber nun gucken wir mal, wo wir die Maschine abschalten müssen. So, Maschine müssen wir wo abschalten? In Ostepona. Gut, dann bis gleich, Leute. So. Ich habe gar nicht richtig darauf geachtet, dass ich ja schon da bin. So, oder wollen wir erstmal dieses eine Ding einsammeln? Jetzt noch ein Bild machen. Und dann gibt es gleich mit der nächsten Frage weiter. Das Bild ist irgendwie nicht so toll, aber Hauptsache man sieht die Maschine. So, Hauptsache man sieht die Maschine. So. Ah, da sind ja schon die zwei. Der eine. Doch wieder zwei. Aber die Frage, die ich jetzt beantworten soll, ist, wenn ich in welches Haus würde ich in Harry Potter sein? Also hundertprozentig Gryffindor, weil ich mag zwar Slytherin in Bezug auf Dunkelheit und so weiter auch so ein bisschen, aber ich bin halt eher der Gutmütige und ich mag halt Harry Potter gerne, deswegen Hauptcharakter halt, ich bin so ein Hauptcharakter-Fanatiker. Und deswegen wäre ich in Gryffindor, weil ich habe zwar auch eine dunkle Ader bezüglich, dass ich auch mal schon ein bisschen scheiße sein kann, aber in erster Linie bin ich halt die gutherzige Person und deswegen wäre Gryffindor definitiv mein Haus. Und ja, keine Ahnung, irgendwie so, aber das ist halt so meine Erklärung, warum ich halt eher Gryffindor wäre als Slytherin. Hufflepuff und Ravenclaw kann ich gar nichts wirklich zu sagen, weil ich über die Häuser nichts weiß, die irgendwie stehen. Deswegen kann ich halt ganz klipp und klar sagen, Gryffindor. Ja. Das war aber schnell. Ja. Das ging aber echt schnell. Das heißt, wir sind bald bei 70.000, wenn ich da nichts mehr verhaue. Das heißt, wir sind meiner Videozahl, sind wir jetzt voraus. Also vorher war ich ja vom Punktestand her und vom Video, von der Videoanzahl her, war ich ja erst zurück, weil ich ja viel gefailt habe. Jetzt habe ich ja meine Videozahl überholt. Das heißt, ich bin jetzt bei Video 66, bin aber schon bei 68.000 Punkten. Also ich stelle jetzt nochmal die Frage, die ich sowieso schon die ganze Zeit im Kopf hatte. Was glaubt ihr jetzt? Brauche ich immer noch 100 bis 150 Videos oder könnte es sogar sein, dass ich unter 100 gerate, weil ich liege ja meinen Videozahlen ja jetzt voraus. Ich werde so gesehen theoretisch vielleicht eher fertig als meine 150 Videos. Also was denkt ihr? Das würde mich jetzt auf jeden Fall interessieren. So, und ja, Sarah, wie du siehst, meine Punktzahl hat sich wieder normalisiert, weil Sarah hatte wohl das Problem, aber Sarah Southstar aus meinem Club, dass die Punktzahl wo irgendwie immer noch unten war, also weg war, aber ja, bei mir ist sie jetzt wieder da. So, aber dann würde ich jetzt auch mal sagen, verabschiede ich mich für heute und ja, hoffe, dass ich euch wieder ein bisschen amüsieren konnte und ja, wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht später, einen schönen Abend und ja, morgen wird das Video wieder später kommen. Ich weiß nicht genau wann. Vielleicht kriege ich es auch morgen gar nicht mehr wirklich online. Also heißt, vielleicht muss ich das auf Sonntag verschieben, das Hochladen, dass ich es vielleicht morgen aufnehmen kann, aber erst Sonntag hochladen kann, da ich auf einen Geburtstag eingeladen bin. Und ja, aber das sehen wir dann. Einfach die Augen offen halten und ja, und dann seht ihr es ja. Und wenn ich es halt nicht schaffe, dann kündige ich das bei Insta an. Wenn ich es dann nicht mehr schaffe, das morgen hochzuladen, auf den Samstag.
Gut. Dann bis morgen. Tschüss.